Ja, herzlich willkommen zum 46. Wochenimpuls Kontemplation und Mystik. Heute Abend, vor diesem letzten Sonntag des Kirchenjahres, dem Toten- und Ewigkeitssonntag, zu einem Motiv, das uns durch dieses Jahr mit den biblischen Texten schon immer mal wieder begegnet ist und begleitet ist, das Leben um zu sterben. Heute auf der Grundlage eines Textes aus dem Römerbrief, 3 Verse, lasst sie uns gemeinsam rezitieren. Wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus getauft wurden, in seinen Tod getauft wurden? Somit wurden wir durch unsere Taufe in seinen Tod mit ihm begraben, damit, so wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, ebenso auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln sollten. Wenn wir in der Gleichheit seines Todes mit ihm vereint worden sind, werden wir gewiss auch in der Gleichheit seiner Auferstehung mit ihm vereint sein. Am Ende des Kirchenjahres, in diesen letzten Tagen, wo wir an diesem letzten Sonntag des Kirchenjahres den Verstorbenen gedenken, noch einmal ein Blick auf Tod und Auferstehung und was dies im Kontext aus der Perspektive der Kontemplation und des kontemplativen Übungsweges bedeuten könnte. Wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus getauft wurden, in seinen Tod getauft wurden? In der heutigen Türkei und in Syrien gefundenen Taufstellen und Taufstätten ist es noch sehr sinnbildlich. Denn damals wurden nicht wie heute, so mit 3 Tröpfchen Wasser getauft, sondern dieser Durchgang, dieser Transitus, diese Verwandlung ist sozusagen noch architektonisch sichtbar. Man sieht, wie eine Treppe hinab ins Taufbecken geht, dann kommt einige Meter Ebene und auf der anderen Seite geht es wieder hinauf. Bedeutete, getauft werden, führte unter Wasser, hinab und hindurch. Auf der anderen Seite dann erwartet mit dem neuen weißen Gewand als Bild der Wandlung, der Verwandlung, der Transformation, die damit geschieht. In einigen baptistischen Gemeinden ist es heute noch ähnlich und in der Orthodoxie wird immer noch wirklich auch die kleinen Kinder untergetaucht. Wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus getauft wurden, in seinen Tod getauft wurden? Und das ist einerseits dieses Ritual, der Übergang, der Aufnahme, Verwandlung in ein neues Leben hinein, auch der neuen Zugehörigkeit. Und auch wir in der Kontemplation kennen ja dieses Motiv des Sterbens, um zu leben. Denn da
Tag für Tag, Stund um Stund vor der leeren Wand sitzend, geht es ja gerade darum, auch hinabzusteigen. Und manchmal in sehr konfrontativer Weise zu sehen, was ist. Es mit und bei und in mir auszuhalten und nicht wegzugehen. Das ist die Kernübung. Nimm Platz, sei und bleibe da. Egal was auftaucht, was sich dir zeigt, face es. Bleibe anwesend, bleibe gegenüber. Und unweigerlich führt das zu einem Sterben. Zu einem Sterben von Bildern und Vorstellungen von mir. Wenn vom Ich-Tod auf dem Kissen gesprochen wird im Zen oder auch vom Sterben des alten Adam in der Kontemplation, meint es dieses Abschälen der Vorstellungen durch die tadellose, ehrlichen Blick in den Spiegel, was ist wirklich? Was ist jetzt? Und es geht darum, nicht auszuweichen, immer wieder zu entdecken, dass die Dinge und auch ich nicht so bin, wie ich erscheine, sondern dass es da noch ganz andere Seiten gibt. Unschöne, ungewollte, verletzliche, vielleicht auch gekränkte, vielleicht auch böse, die doch dazugehören. So stirbt in diesem kontemplativen Prozess das Bild von mir, viele anderen Bilder auch. Und es ist wichtig, dass diese Vorstellungen gelassen werden. Somit wurden wir durch unsere Taufe in seinen Tod mit ihm begraben. Also hinabzusteigen in die tiefste Tiefe, damit, so wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, ebenso auch wir in Neuheit des Lebens wandeln sollen. Also es geht um eine Verwandlung, um ein Neuwerden. Und dieses Neuwerden geschieht, vollzieht sich einerseits in dem Lassen, Zurücklassen, Loslassen der alten Bilder und Vorstellungen und andererseits in das Hineinauferstehen, in dieses Durchbrechen oder Hineinwachsen in das, was man Wesen nennen kann. Das Wesen ist aber das in uns wirkende Wort, das von Anfang an uns ins Leben rufende, erhaltende Wort. Dieses Wort ist aber gleichzeitig der innere Christus und der universelle in jedem von uns Wirkende. Auferstehung als Gottesgeburt im Seelengrund, als Durchbruch ins Wesen, als die Einsicht in das, was ich zutiefst bin, wie ich gedacht und gemeint bin, um ein Woher, Wozu und Wohin meines Lebens zu finden. Und erst in der lebendigen Erfahrung des Wesens, also im Innenwerden des inneren Christus, schlägt das wahre Leben seine Augen auf. Das Leben, das nicht begrenzt und definiert und beschränkt ist durch raumzeitliche Bedingtheit, durch abhängiges Entstandensein, durch meine Deformationen, Musterkonditionierungen und Fragmentierungen,
sondern das Anteil hat an dem todlosen Wesen, dem Sein, das weder geboren werden noch sterben kennt, weil es Anteil hat an dem einen Wort und dem auferstandenen, gegenwärtigen, in uns und allen Dingen anwesenden Christus. Denn wenn wir in der Gleichheit seines Todes mit ihm vereint worden sind, so auch in seinem Auferstehen. Und so steht am Ende des Kirchenjahres wiederum dieses Mysterium von Sterben um zu leben. Da muss etwas zu Ende gehen, Abgelebtes zurückgelassen werden, um neu ins und zum Leben zu kommen. Und die Verweigerung dieses Prozesses ist Verweigerung des Lebens. In vielfältiger Weise schädigend, kränkend, einengend, begrenzend. Und demgegenüber die große Verheißung und Einladung: Entzieh dich nicht, sei und bleibe da, steige mit hinab, um Anteil an dem einen Leben zu gewinnen. Und so möchte ich gern heute mit einem Text von Dürkheim als Schlussrezitation enden, der sich auf eine Ikone bezieht, nämlich die Ikone, in der Christus den Adam in der Hölle umarmt. Lasst uns gemeinsam rezitieren. Mein Vater Gregorius, was bedeutet diese Ikone für Sie? Wenn der Mensch sich selbst in seiner inneren Hölle wahrnimmt, das heißt den Teufel in sich, das Böse, das Dunkle, das Gemeinste, wenn er es, statt es von sich zu stoßen, annimmt und mit Liebe umarmt, dann kann das Göttliche hindurchbrechen und das bedeutet für mich Auferstehung. Indem man den Tod akzeptiert, entdeckt und empfängt man das Leben, das jenseits von Leben und Tod ist. Das Leben.